Das hast du davon, wenn du in meinem Garten dich aufhältst. Blödes Ding. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Nee, Jurassic Minecraft. Das ist ja auch mal hier ein unvorbereiteter Start. Ich habe gerade genächtigt. Und ich habe nochmal Besuch in meinem Garten. Mini-Zombie. Oha, ist der schnell. Beruhig dich. Und da ist auch noch ein Creeper. Gucken wir mal, dass der nichts sprengt. Okay, alles cool. Das brauchen wir sogar, dieses vergammelte Fleisch. Denn in der heutigen Folge habe ich tatsächlich hauptsächlich vor, einen neuen Ort zu suchen zum Umziehen. Aber bevor wir das machen, machen wir jetzt endlich mal was, was ich schon lange machen wollte. Nämlich den Culture Vat, mit dem wir diese DNA hier unten umwandeln können. Da habt ihr in die Kommentare geschrieben, das geht auch mit diesem Teer. Kann ich einfach so einen Teertropfen dann nehmen? Geht das? Also das hier ist das Rezept für den Culture Vat und das geht wirklich. Oh, das ist ja richtig gut, Leute. Vielen, vielen Dank. Sonst hätte ich noch ewig nach Schleim gesucht. Gut, dass ich euch habe. Jetzt kann ich sogar schon die ersten DNA-Dinger zu Foss, nee, zu Eiern umwandeln, so. Dafür brauchen wir aber noch Bio-Goo. Da kann ich mal eben das Rezept einblenden. Und dafür ist es am besten tatsächlich, wenn wir Tiere zähmen, weil wir halt Milch brauchen. Da wäre es dann halt am besten, wenn wir Kühe haben. Dann brauchen wir noch Weizen und Eier. Das heißt, Hühner wären auch nicht schlecht. Weizen können wir so anbauen. Und dieses verrottete Fleisch, das kriegen wir dann auch. Und mit diesem Bio-Goo kann man halt den Culture-Vat dann betreiben. Das heißt, den packe ich erstmal wieder hier rein. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich würde mich dann nochmal den Weg gleich machen. Ja, das ist halt genauso wie das normale Eisenschwert. Wie doof ist das denn? Ich dachte, das wäre stärker. Ja, können wir ja trotzdem machen. Ich weiß nicht, was wir sonst mit dem Reliktschrott machen sollen. Deswegen packe ich die jetzt einfach mal alle hier rein, dann haben wir danach ein paar Schwerter. Wir hatten hier noch ganz viel angeschmissen. Dodo-DNA. Okay. Sieht anscheinend auch anders aus. Und er konnte leider nicht weitermachen. Aber ich glaube, DNA werden wir noch richtig viel bekommen. Da können wir wahrscheinlich bald eine eigene Truhe machen. Dann können wir uns auch aussuchen, was wir haben. So viele Fossilien, wie wir gefunden haben. Ich werde mich jetzt aber erstmal, denke ich mal, auf den Weg wieder machen. Und bisschen die Karte erkunden nach einem Ort, wo wir uns dann wirklich niederlassen, weil ich will unbedingt hier weg, will jetzt was Festes haben. Ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, in was für ein Biom ich genau möchte. Aktuell haben wir ja eher nur so Grün, also solche Ebenen, dann so Wälder als Biome, Wüsten und hier diese Berglandschaften. Mehr haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden. Ich glaube, ich segel einfach mal. Soll ich mal hier nochmal durch und dann einfach immer weiter Richtung Süden segeln? Ich glaube, das mache ich. Aber dann lasse ich wahrscheinlich am besten meine Spitzhacke hier. Nicht, dass da was schief geht. Die Rüstung kann ich schon mitnehmen. Ich denke, das ist kein Problem. Aber dann werden wir jetzt erstmal ein ganzes Stück fahren. Die Sonne geht gerade schon unter. Wir sind jetzt aber auch gleich schon, ja, hier unten. Dann kommt neues Gebiet. Ich bin echt am Überlegen, was ich denn gut finden würde. Ich will ja eigentlich was Friedliches haben. Also wäre wahrscheinlich so eine Ebene eigentlich das Beste. Aber wenn da überall Diplodokus sind, das. Nee, das brauche ich glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich, so ein Diplodokus-Biom. Wir müssen mal gucken. Vielleicht finden wir ja echt noch was ganz anderes, was wir noch nicht kannten. Aber ich denke mal, ich werde gleich einmal kurz einen Zwischenstopp machen und schlafen. Ja, hier ist schon wieder so ein Diplodocus Island. Da können wir kurz Pause machen. Oh Gott, was ist hier denn? Das ist ein Spawner. Oh mein Gott. Okay, die können da aber nicht durch. Okay, krass. Vielleicht können wir uns das zunutze machen. Ich wollte einfach nur gerade schlafen gehen. Also, wir merken uns mal, hier unten ist ein Spawner. Ich weiß nicht, ob ich hier markieren kann.
Ich glaube, das geht nicht. Deswegen looten wir mal. Oh, Schallplatten. Die können wir auf jeden Fall mal irgendwann testen. Pferderüstung hatten wir, glaube ich, auch schon. Und Sättel. Sättel sind, glaube ich, gut. Ich weiß gar nicht, ob wir die vier Dinos brauchen. Kürbiskerne haben wir noch und Melonenkerne. Melonenkerne sind auch sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall was zu essen. Ja, cool. Ja, ich wollte eigentlich hier nur schlafen gehen, schnell. Aber dann würde ich sagen, erkunden wir kurz hier die Höhle. Und dann gehen wir hier gleich schnell schlafen. Hier ist Feierabend, das ist gut. Erinnert mich auf jeden Fall daran, dass hier ein Spinnspawner ist. Da können wir irgendwann mal dann drauf zurück, falls wir mal dann irgendwie was davon brauchen. Kann ja gut mal sein, dass wir Fäden oder so brauchen. Dann kann man ja auch, glaube ich, so einen automatischen Farmer oder sowas bauen aus einem Spawner. Ich weiß es nicht, habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Ja, wir lassen ihn jetzt aber erstmal zurück und segeln weiter. Bin jetzt echt gespannt, was für Biome wir gleich entdecken. Wir sind jetzt gleich auch im neuen Gebiet. Sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus, aber ist halt auch so ein Standardbiom. Ich hoffe echt, dass es hier noch coolere Biome gibt. Also es ist ja bis jetzt nicht so abwechslungsreich. Was ist das für ein Ding? Sarko oder sowas? Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ja, sowas kommt halt auch eigentlich nicht in Frage, so ein mega dichter Wald. Ihr habt ja gesehen, wie fies das ist mit den kleinen Mini-Dinosauriern da. Oh, da ist noch so einer. Oder zwei Stück von denen. Keine Ahnung, was das ist. Halt hier voll der Birkenwald. Ich würde sagen, ich fahre hier einfach mit Boot rein, oder? Wenn wir schon die Möglichkeit haben, ist besser als zu Fuß zu laufen. Wir haben zum Glück ja auch noch nicht so viele wertvolle Sachen. Das heißt, wir müssten vielleicht einmal hin und her fahren, um dann hier unsere Sachen zu transportieren. Überall Kühe. Das ist ja an sich immer erstmal ein gutes Zeichen. Das heißt, es sind dann nicht so viele böse andere Viecher. Aber die Bäume sehen auch echt interessant aus. So ein Wald ist natürlich auch schön, ne? Also ich finde dieses Gebiet hier an sich gar nicht schlecht vom Optischen. Nur ist es wahrscheinlich gefährlich. Da vorne sind schon wieder Rexies. Am besten ist es ja immer, wenn man was hat, wo man eine gute Sicht hat. Eine schöne Weitsicht. Könnte natürlich auch ein Haus auf dem Wasser bauen. Das wäre auch cool, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch unpraktisch. Ich weiß es nicht. An sich sieht das hier schön aus. Ich finde den Spot echt cool. Aber hier müssen wir jetzt mal eben ein Stück zu Fuß gehen und ins nächste Gewässer. Herr Boot. Oh nein. Oh, das ist ein Spino. Aber das spricht schon wieder gegen das Haus auf dem Wasser. Fahren jetzt einfach schnell an dem vorbei. Das wird schon passen. Oh, hier wird es interessant. Gehen wir dann auch mal zu Fuß wieder weiter, würde ich sagen. Das Häuschen am See wäre zwar schön, aber ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Fühle ich bis jetzt noch nicht. Aber ich kämpfe jetzt erstmal hier den Berg hoch und dann gucken wir uns das mal an.
Das ist ein schwarzes Schaf. Oh, ich glaube, da kommt ein neues Biom. Das haben wir noch nicht gesehen. Das dürfte ein Dschungel sein. Könnte auch ein Sumpf sein, natürlich. Oh, das hier ist ein Pilz, ein riesiger. Wir müssen echt vorsichtig sein. Die können sich ganz schön gut verstecken. Das ist viel Lava. Ey, krass, wie viel Lava hier runterfließt. Nicht, dass der Wald irgendwann anfängt zu brennen. Ich würde eigentlich gerne nochmal nächtigen. Das ist praktisch mit den Bäumen hier. Ich meine, dann sehen wir noch nicht so viel vom Biom, aber hier sind wir relativ sicher. Das ist halt richtig krass, wie viele dichte Bäume hier stehen. Kann komplett auf der Baumdecke rumlaufen. Was soll hier passieren, so unter freiem Himmel? Echt nichts, oder? Hat geklappt. Und schon mal Kühe. Das wäre jetzt so eine kleine Ebene. Inmitten von diesem Wald. Das gefällt mir aber vom Platz her nicht so, muss ich sagen. Wir können uns nochmal die hier angucken. Die ist ein bisschen größer. Oder hier. Ich glaube, das könnte aber echt cool sein, in so einem Wald halt so eine offene Fläche sich zu suchen. Ja, das ist okay, aber da muss man sich halt jedes Mal, wenn man weggeht, durch den Wald kämpfen. Was ist das denn hier? Das sieht auch ganz anders aus. Das Wasser sieht hier so anders aus. Lass uns da mal hingehen. Wir sollten uns jetzt auch echt die Zeit nehmen zum Erkunden. Ich möchte halt jetzt was Festes haben. Oh, das ist Sumpf. Oh, endlich kommen die neuen Biome. Sieht ja auch super interessant hier aus. Sumpf wäre auch ein cooles Biom eigentlich. Diplocaulus. Oh, hatten wir nicht so ein Ding als DNA? Das war doch die DNA, die ein bisschen anders aussah, oder? Wie viel Range hat der? Das sieht auch interessant aus. Oh, hier kommen so viele interessante Sachen. Dinos oder so habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Außer halt den Diplocaulus. Aber nichts Gefährliches. Es kann halt auch sein, dass die im Wasser lungern irgendwo. Oder lauern. Oh, da ist was. Spino. Ja, der passt hier natürlich auch gut hin. Dahinter kommt direkt wieder eine Wüste. Und hier geht's weiter mit Wiesen. Ich würde mir gern das Biom nochmal angucken. Das sieht auch irgendwie anders aus. Hier dieser riesige Berg. Ich glaube, ich gehe hier noch mal kurz an Land. Oh, sind das Stegos? Stegos und Ankis, glaube ich. Sehr cool. Ja, das dürfte ein Stegos sein und das ist ein Anki. Auf jeden Fall halt auch ein anderes Biom. Ich hoffe, die greifen nicht an. Oh, hier ist ein Dorf. Da gehen wir hin. In den Wüsten gibt es irgendwie ganz oft Dörfer. Es wäre natürlich auch praktisch, wenn wir so ein Dorf in der Nähe hätten, von unserer Base. Was ist das?
Okay, bevor wir zum Dorf gehen, gehen wir hier hin. Das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Biom. Wie ist das gerade alles neu für mich? Ich glaube, die letzten Male, als ich das gespielt habe, habe ich nicht so viel erkundet. Gut, dass ich mir jetzt mal in dieser Folge die Zeit nehme. Weil hier gibt es echt interessante Sachen. Das ist halt so ein ganz dunkles Biom. Bin gespannt, was es da für Spezies gibt. Wäre an sich kein schlechter Ort hier, ne? Hier vielleicht auf der Wiese? Dann haben wir hier ein Dorf in der Nähe, eine Wüste, hier ein Wald, dieses Biom. Können wir hier die Base bauen, wenn es hier friedlich ist? Da ist dann auch noch der Berg hier. Und der Sumpf ist auch nah dran. Also ich glaube, hier haben wir echt viel in der Nähe. Das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht. Kühe gibt es hier auch. Ja, und Ankis sehe ich. Die hoffentlich friedlich sind. Wahrscheinlich Stegos. Ich glaube, dieser Ort hier könnte nicht schlecht sein. Hier haben wir auch viel Platz zum Bauen. Mal der schöne Berg hier im Hintergrund. Dann auf der Seite dieser schwarze Berg. Dort die Wüste. Dahinter der Sumpf. Ich glaube, dieser Ort ist sehr vielversprechend. Der gefällt mir. Ist jetzt optisch nicht der allerschönste, muss man sagen. Aber ja, von der Lage her ist er super. Und die Optik können wir ja verändern. Vulkanische Asche. Ich dachte gerade, das wären alles Fossilien. Schade, das wäre cool gewesen. Aber das heißt, wir sind hier, glaube ich, auf einem Vulkan. Und das hier ist, glaube ich, Glowstone, oder? Nee, Magma-Block. Oh, okay, die macht Schaden. Hier ist einfach nichts. Ich glaube, das meiste davon haben wir jetzt gesehen. Ich würde gerne noch mal gucken, was hier ist. Oder halt hier unten. Aber ich glaube, der Ort gefällt mir schon echt gut. Dass wir hier eine Base bauen. Hier ist halt echt alles in der Nähe. Oh, guck mal. Hier ist eine neue Spezies. Die haben wir noch nicht gesehen. Das sind Gallimimus. Da ist wieder ein Dorf. Dörfer sind, glaube ich, auch echt praktisch. Kann man gut handeln. Und dahinter kommt wieder eine Wiese. Die will ich auch nochmal schnell checken. Ein Pteranodon. Oh, die sind gestorben. Ich könnte mir die DNA mitnehmen vom Pteranodon. Aber warum sind die gestorben? Das. Plesiosaurier. Sind die nicht eigentlich im Wasser? Anscheinend sind die einfach am Land. Und sind ganz schön klein. Ich werde jetzt auf jeden Fall zurückfahren. Also das hier wird dann, da bauen wir unsere Base. Wir leben halt hier mit Stegos und Ankis zusammen. Da ist ein Anki. Aber dann könnten wir doch eigentlich erstmal seine Bude hier benutzen. Oh, Akazienholz. Sehr cool. Weiß noch gar nicht, wo ich dann eine Bude hinbaue. Irgendwo hier vorne oder so. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das eventuell im Creative Mode mache. Damit wir ein bisschen besser bauen können. Das habe ich ja letztes Mal auch schon so gemacht. Würde ich, glaube ich, nicht so schlecht finden. Als wenn wir alles unser Farm müssen und dann halt mega sparsam bauen und sowas.
Ich glaube, es ist halt irgendwie interessanter, wenn ich dann lieber schön baue. Und ich würde gerne schon mal Kühe und so einfangen. Das wäre ganz cool. Vielleicht können wir mal eben Zäune machen. Ja, Zaun. Hier brauchen wir, glaube ich, erstmal noch mehr Holz. Oder so rötliches Holz. Ja, guck mal. Akazienholz. Und ich weiß gar nicht, wie viele wir brauchen. Mache erstmal so. Dann baue ich auch noch ein Tor. Ist alles echt lange her, dass ich solche Sachen gebaut habe. Deswegen dauert es teilweise ein bisschen länger. Irgendwie kann ich das gar nicht richtig platzieren wegen diesen wilden Büschen. Das Weizen brauche ich, glaube ich, eh, um die Kühe anzulocken. Guck mal, die erste Kuh ist schon am Start. Können wir fast reinschieben. Ja, komm, geh doch mal rein. Und du willst es doch auch. Yay, Kuh Nummer 1 direkt eingefangen. Sehr schön. Jetzt können wir mal eben gucken, ob wir die locken können mit Weizen. Also, wenn wir Kühe haben, das wäre natürlich schon mal sehr gut. Sieht, glaube ich, gut aus. Die ist angekommen. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Das ist ja richtig gut. Ich glaube, das reicht mir auch schon an Kühen erstmal. Brauchen die ja eigentlich nur für die Milch. Weizen brauche ich jetzt gerade. Oder Fleisch brauche ich jetzt gerade gar nicht so dringend. Na, kommt rein. Hallo, alle. Kommt. Seid auch ein bisschen blöd, ne? Hallo? Drückt euch doch nicht weg. Kommt rein. Kühe. Der raus geht wieder, ne? Aber rein nicht. Okay, komm, beruhigt euch. Wollt ihr nicht mehr, dann hole ich halt andere. Jetzt weiß ich, woher der Begriff blöde Kuh kommt. Also ein paar hätte ich gerne noch. Sehr schön. Und jetzt aber rein. Und passen die denn da nicht durch? Hat davon auch gepasst? Ich verstehe es nicht. Hallo? Tiere einfangen ist jetzt schon wieder ein Akt. Aber jetzt haben wir es. Sehr schön, wir haben unsere ersten Kühe gefangen. Vor Nachteinbruch. Jetzt brauchen wir eigentlich auch noch irgendwo Hühnchen her. Das wäre perfekt. Deswegen baue ich gleich erstmal noch mal ein bisschen mehr Holz ab und baue noch mal ein zweites Gehege. Weil es sieht jetzt gerade alles nicht schön aus. Halt eher zweckmäßig gerade. Was macht nichts. Umbauen können wir es immer noch. Wäre echt schön, wenn wir noch Hühner jetzt finden. Dafür brauchen wir, glaube ich, die Körner hier. Weizen habe ich jetzt gerade auch noch nicht. Das müssen wir eigentlich auch noch anpflanzen. Erstmal hier die Grundversorgung haben, mit Biogut und sowas, dass wir hier ordentlich, während wir nebenbei unser Haus bauen,
auch Fossilien und sowas ausgraben können. Ja, so kleine Wasserstellen haben wir hier. So, dann würde ich jetzt hier einfach einmal so eine Wasserbahn ziehen. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich die nächste Bahn. Bis hier hin. Das Gras jetzt hier abbauen ist sogar ganz gut, weil dadurch kriegen wir diese Weizensamen. So eine Hacke, heißt die so? Ja, da. Holzhacke. Sehr gut. Brauchen wir ein paar Stöcker. Dann haben wir die. Damit können wir jetzt, glaube ich, das Land umgraben. Aber erstmal müssen wir Wasser reinmachen. Ich bin, glaube ich, gerade echt glücklich mit dem Ort. Ich kann mir das vorstellen, dass wir hier jetzt auch einiges bauen. Wir haben ja echt gut Platz und echt schöne Biome um uns rum. Und ein Anki, der auf uns aufpasst. So, das passt. Dahinter machen wir auch nochmal Wasser rein. Kann ich jetzt hier eigentlich auch rausnehmen? Ja. Perfekt, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, graben wir hier erstmal die ersten Sachen um. Das Schild nämlich mal weg, das nervt ein bisschen. Also der Plan war so drei Felder vom Wasser entfernt, dann halt anzubauen. Da pflanzen wir jetzt gleich ganz viel Weizen an. Wie viele Kerne haben wir denn? Ah, 17 Stück erst. Das heißt, wir müssen hier gleich noch einiges an Gras verpacken. Das reicht nicht mal ansatzweise, wie ihr sehen könnt. Dann können wir hier nochmal eben alles drumherum abpacken. Da können halt Weizenkörner rauskommen. Vielleicht können wir da auch dann später was anderes anbauen. Wir haben ja noch einen Melonsamen und es gibt ja auch noch Karotten und Kartoffeln und so. Wir haben ja auch noch zwei Dörfer hier in der Nähe, die wir plündern können. Und bei uns in der Bude haben wir auch noch einiges rumfliegen. Weil hier ist einfach ein Riss. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Oh, ich höre Hühner. Da. Oh, perfekt. Sehr schön, wir haben Hühner gefunden. Das ist gar nicht so weit weg. Ich hoffe, die kommen jetzt mit vernünftig. Hallo, Hühnchen. Hier. Yeah. Hallo. Drei Hühnchen haben schon Bock. Vier Hühnchen haben Bock. Kommt ihr bitte? Danke. Wie sie alle flattern. Ich hätte wahrscheinlich auch Dodos nehmen können. Das wäre cooler gewesen. Vielleicht können wir das später ja noch ändern. Und die Sonne geht hier früh unter, weil der Riesenberg da ist. Wo die genau hinter ist. Lasst euch hier nicht beirren von den Dinos. Die wollen nichts. Oh, es läuft richtig gut. Wir haben gleich alles, was wir für Bio-Goo brauchen. Wir haben Milch, verrottetes Fleisch, Eier, Weizen. Als nächste Folge geht's richtig rund. Yay, wir haben alle vier Hühner sogar mitgenommen. Euch können wir sogar einmal vermehren lassen. Oh, guck mal. Kükis. Gibt sogar Erfahrung, wie gut. Ja, sehr schön. Haben wir zwei kleine Küken.
Man sich hier nochmal an. Ja, beim nächsten Mal müssen wir dann auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen holen. Ganze Verzauberungstisch und sowas. Vielleicht müssen wir auch erstmal ein bisschen was bauen hier. Bin mir dann noch unsicher. Aber ich würde sagen, das werdet ihr dann nächste Folge erfahren. Denn das soll es jetzt gewesen sein mit der heutigen Folge. Hat wieder echt Spaß gemacht und wir haben jetzt einen Ort, wo wir uns jetzt letztendlich niederlassen werden. Hier haben wir auch genug Platz zum Bauen und richtig coole Biome nebenan und auch Dinosaurier und sowas. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.